Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Der Holland Job von Coop bzw. Haftbefehl und Xatar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Der Holland Job, und man sieht es auf den ersten Blick, es ist eine sehr ungewöhnliche Box, wenn man es überhaupt Box nennen kann. Denn wir haben es hier zu tun mit einem Bilderrahmen, mit einem, ja, ich sag mal, Ölgemälde, mit einem Ölbild. Und die Box sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal hier dieses Gemälde, dieses Bild, und auf diesem sehen wir die beiden Interpreten Haftbefehl und Xatar. Und wenn wir das Ganze umdrehen, die Frage, ob mir das gelingt, weil es etwas sich schon gelöst hat. Wenn wir das Ganze umdrehen, jawohl, dann haben wir auf der Rückseite hier einen Karton angeklebt, wo wir auch wieder lesen, Coop, Der Holland Job, und das Ganze kann man dann abnehmen. Wir haben hier zum einen mal eine Postkarte, die hier ebenfalls angeklebt ist. Ich hoffe, ich kriege es jetzt runter. Eieiei. Ist relativ stark angeklebt. So. Also wir haben hier die Kleberpunkte. So sieht das aus. Ich mache das mal weg. Coop, Der Holland Job. Rückseite Karton. Das werde ich jetzt mal weggeben. Also, wir haben einmal diese Postkarte. Es klebt leider überall, wo ich das hinlege, deswegen mache ich die mal kurz runter, diese Klebetröpfchen da. Einmal, zweimal. Dreimal. Und viermal. Dann haben wir hier in dem Bilderrahmen das Album Der Holland Job. Dann haben wir hier noch ein Poster und einen Sticker. Und das Ganze wurde hier gehalten. Moment. Also hier auch wieder so Klebetropfen, Klebeflecken. Machen wir jetzt ebenfalls mal weg. So. Denn das Ganze ist dann hier in den Bilderrahmen eingefasst. Das ist nur die Frage. So, können wir das Ganze entfernen. Wie gesagt, das ist wirklich nur Karton, um das Ganze zu stützen und dass man die anderen Boxinhalte darin verstauen konnte. Werde ich jetzt ebenfalls mal wegwerfen. Also, um es jetzt nochmal zu zeigen, das ist das Bild. So sieht das Ganze aus. Hafti, Xatar, schönes Bild. Und wir fangen an mit dem Album. Der Holland Job Coop. Hier schöner goldener Rahmen, auch wieder so Bilderrahmenoptik, das glänzt echt nice. Es handelt sich hierbei um ein Digipack. Und zwar haben wir hier einmal das Booklet. Gleich mal einen Blick hineinwerfen. Okay, ich gehe mal stark davon aus, ja, dass das Booklet auch als Poster verwendbar ist. Also, noch ein Mini-Poster. Hier haben wir die beiden Herren schwer bewaffnet mit Revolver und Maschinenpistolen. Dann haben wir hier die Credits. So sieht das Ganze aus. Geben wir das wieder zurück in die Hülle. Dann haben wir hier Haftbefehl, und hier dürfte dann, wenn sie rausgeht, etwas mühsam. Hier haben wir die CD, Haftbefehl, Xatar, Der Holland Job, also das Album. Und dann haben wir eine zweite CD, also hier sehen wir Haftbefehl
mit Hollandjacke, also KNVB. Und Ratar mit Olympique Marseille Jacke. Das ist CD Nummer 2, also Instrumentals bzw. Instrumentale. Ich bevorzuge Instrumentals. Und dann haben wir als dritten Teil hier noch Ratar sitzen. Und das dürfte dann wohl, jawohl, die DVD sein. Hier auch der 16er. Weil zu den ganzen Tracks wurden ja natürlich auch Videos gedreht jeweils. Und diese sind mehr oder weniger chronologisch rausgekommen und haben dann immer so Szenen des Films dargestellt. Also der Film beinhaltet also die jeweiligen Musikvideos. Also rein so von der Umsetzung her mit den Musikvideos und der DVD oder dem Film finde ich es echt gelungen. Wir haben 13 Tracks, die Instrumentals und die DVD. Von diesen 13 Tracks sind meine Favoriten Nummer 4, ich zahle gar nichts, da wurde auch eine Videoauskopplung gemacht, und Alles K-Pop Nummer 10. Features haben wir keine. Dann haben wir diese Postkarte, die habe ich schon mal kurz am Anfang gezeigt. Der Holland-Job lesen wir hier und es ist frankiert in Niederland bzw. der Stempel aus Amsterdam. Woher sonst? Coop lesen wir hier noch und hier noch die Rückstände von den Klebertropfen. Also selber wie auch das Ölgemälde der Postkarte. Dann haben wir einen Sticker, dieser recht groß, der Holland-Job. Hafti am Steuer und Ratar ready for drive-by. Und dann haben wir zusätzlich zu dem Booklet-Mini-Poster noch ein normales Poster, einseitig bedruckt. Dasselbe Motiv wie auch auf dem Sticker. Also, die beiden hier im Auto. Im Querformat. Okay. Textilien haben wir keine, kein T-Shirt, kein Bandana, keine Mütze, nichts anderes. Dafür aber dieses Bild, dieses Ölbild. Und ja, wir fassen abschließend nochmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses Gemälde, dieses Ölbild. Mache ich noch ganz kurz im Detail, das wurde hier hinten dann so getackert. Ihr kennt das vielleicht. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Kann man sich schön an die Wand hängen. Dann haben wir das Poster im Querformat, den großen Sticker, die Postkarte und das Album inklusive Instrumentals und der Film-DVD. Ja, normalerweise würde ich euch jetzt nochmal die Box zeigen, also den Karton der Box. In dem Fall kann ich euch nur das Bild zeigen, weil in diesem Bild eben die anderen Sachen eingefasst waren. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl und Ratar bzw. Coop unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.